Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Wir sind jetzt zu Hause. Bei uns, ja, zu Hause. Wir haben ein paar Lootbags bekommen. Das habe ich schon mal aufgemacht gehabt. Schauen wir mal durch. Jetzt haben wir hier White Quark. Keine Ahnung, was das ist, aber wir behalten es mal. Trailcore brauche ich nicht, Spring brauche ich nicht, Bucket nicht und das brauche ich nicht. Also wir können mal rüber switchen und das dann mal drüben reinhauen in Lootbag Dingsbums. Kann er das wieder zurückverarbeiten? Das mag er nicht, okay. Das haben wir hier. Eine gebrochene Schaufel bräunet und Blank Ruine. Keine Ahnung, ob wir die brauchen. Eine Musik-Dings brauche ich nicht und die Licht-Dings brauche ich, glaube ich, auch nicht. Theoretisch habe ich schon, aber vielleicht braucht man es trotzdem noch. Ich weiß gar nicht. Er ist schon, ja, eigentlich teuer nicht. Hauen wir hier rein. Kriegen wir wenigstens noch ein Lootback raus. Und da ist ein Boysenvent drin, das ist interessanter. Dann das und das reingehauen, fertig. Boysenvent haben wir noch nicht, ist interessanter. So, dann kommst du da wieder rauf. Ich wollte eigentlich den Capture-Vent haben. Wo ist denn der? Da ist er. Nehmen wir zweimal den Capture-Vent mit, falls wir es brauchen. So, viermal Blaze Hammer. Wir hatten achtmal gebraucht. Daraus holen wir uns Ender-Tank. Wir sagten, wir brauchen acht, jetzt haben wir nur vier. Das heißt, wir brauchen noch vier. Was wiederum heißt, wir müssen jetzt irgendwo den Spawn aufbauen. Da bin ich jetzt echt überlegen, wir haben ja die zwei hier. Diesen Bauer-Spawner. Power. Nee, wie heißt es? Achso. Aber naja. Der ist ja rein rechnerisch ja nicht teuer. Kopfhammer. Das haben wir. Das Logik könnte man herstellen, das heißt, wir bräuchten zwei Köpfe für einen Bauer Spawner. Natürlich, wenn wir nur einen Schad rauskriegen. Wenn wir keinen Schad rauskriegen, haben wir ein Problem. Da haben wir nicht so viel Leveln, dass wir das schaffen. Das heißt wiederum, wir werden hier ein Loch bauen, mal hier. So. So, wir haben hier, zack, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Dann hier eins. Dann 4 mal 4. So. Zack, zack. Und das jetzt nochmal eins höher. Und so. Und hier natürlich auch weg. Das, das, das. Das wird das Spawn-Bereich werden. Für unsere schönen Mobs, dann werden wir hier, zack, da werden wir mal Glas rein tun, genau. Ich weiß gar nicht, ob die hell haben dürfen, ich glaube schon, ihnen ist das, ich glaube, egal. Ich muss jetzt was gucken. Grinder. Wir haben ja verschiedene Grinder, wir haben hier Mob Grinder, das ist der. Der wäre halt interessant. Der ist sogar leistbar, echt geil, Alter. Das ist geil, den können wir uns leisten, der braucht keine Enderperle. Perfekt, den Grinder, wenn wir es bauen. Dafür brauchen wir natürlich dieses Draconic. Da werden wir jetzt ein bisschen schmelzen. Meines Only. Weil wir dafür das brauchen. Und der Grinder, echt Leute, der geht ab. Zeige ich euch. So. Das heißt, wir brauchen mal zweimal Schwerter. Eins, zwei. Oh, wir haben ein Achievement. Wir haben ein Schwert gekraftet. Sind gut. So, ein Grinder, perfekt. Dann brauchen wir das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Ja. Das mit Lasso ist leider nichts geworden, die sind alle gestorben. Alle öde, blöde. Ich wollte eine Kiste. Und Energie brauchen wir natürlich auch für den. Und das ist wieder die Frage, wie wir da mit Energie rangehen. Rein theoretisch nehmen wir den da. Der hat die Energie drin, das weiß keiner. So, dann bauen wir den da hier hin. Ah, hier sehen wir die Ecke. Also, so weit baut er ab. Das ist gut. Dann in der Kiste. Kommt, ich glaube, hier hin, was mich nicht täuscht. Und einen Generator brauchen wir natürlich auch. Den sind wir oben drauf. Hat natürlich nichts mehr drin. Ich glaube, Lava haben wir auch keine mitgenommen. Da waren wir nicht so gescheit. Wir haben hier zwei Eimer. Das heißt, wir könnten mal schnell Lava holen gehen. Da hinten haben wir einen Lavasee. Also irgendwas zum schneller Laufen wäre auch nicht so verkehrt. Ich glaube, das können die Schuhe sogar.
Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze handhaben. Würde ja gerne die Drakonikrüstung bauen, aber da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Dafür müssen wir jetzt, brauchen wir ein paar Witter. Das können wir uns noch nicht leisten, glaube ich. So. Zack, zack. Und Teleport-Dings können wir uns auch bauen, rein theoretisch. So, jetzt gucken wir mal. Zack, einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Oh, nein. Warum geht das jetzt nicht? So, jetzt geht's. Komm, verschwinde. Lästige Laber hier. Verschwinde doch. Okay, der ist schon voll, deswegen. So, der lädt sich auf. So, jetzt ist er voll. Gut, und dann könnte man rein theoretisch, weil wir blöd sind hier, die Spawner reinhauen, und zwar hier und hier. So. Und wir haben etwas vergessen, und zwar hier zuzumachen. Und die sterben alle? Okay, die Items kommen hier nicht raus. Ich dachte, das geht. Okay. Es war sicher, früher war es mal so. Nur mittlerweile geht es anscheinend nicht mehr. So, wir brauchen noch Glas. Aber ist auch nicht so schlimm, weil das können wir ja dann gleich hochholen gehen. Ah, okay. Die Axt ist da besser. Da kommt dann eine Tür rein und dann können wir reingehen, immer die Items holen. So, Glas, Glas, Glas. Oder machen wir das so, dann können wir die Items sowieso raus. Ah, wir können auch einfach eine Tür reinmachen. Sollte ja kein Problem sein. So, so, so. Okay, das geht nicht. Geht also nur bei Kisten und so. Ah, die Essen sehen. Okay. Ich dachte mir gerade, wo sind die Kisten hin? Zack. Perfekt. Aber mal das hier so. Wir haben schon drei Blaze Rods. Passt. Der braucht dann natürlich viel Energie, um das Ganze hier, die Dinger zu töten, aber auch nicht so verkehrt. Kann man es so machen und hier versuchen, ein Dings zu setzen. Ein Lever. Ob er dann aufhört oder nicht. Beziehungsweise, nee. Setz mal ein Lever. Ist interessant, ja. Also, so und ein Stückchen. Okay, mit dem Lever hört er auf. Das heißt, er kann hier drin ein paar spawnen lassen. Ah. Siehst mich doch, aber du kannst mir nichts anhaben. So, zack, und so können wir dann töten. Wir könnten aber, weil wir blöd sind hier, mal versuchen, ob wir das mit dem beschleunigen könnten. Spawnung. Ich glaube, das müsste rein theoretisch ja auch klappen, oder? Schaut so aus. Ah, okay, jetzt habe ich das Lootbox schon geöffnet. Das wollte ich jetzt gerade nicht machen, aber okay. Und den XP sammeln. Komm, töte alles. Bam, bam, bam. Alter. Lootbags wir hier kriegen. Drei. So, meine Lootbags ein bisschen hier reintun. Haben wir noch ein paar Epic Lootbags drin. Das hier ist schon ein bisschen heavy. Aber okay. Töten. Schnell die XP holen und raus. Aber es geht ab, oder? Die Frage ist, wie können wir das eigentlich abschalten, dass die nicht mehr spawnen? Du gar nicht, oder? Geist ist, dass das alles durch die Tür geht. Zack, zack, zack. So, wir können. Ja, können wir nicht. Müssen wir das später machen. Sein Cardboard kann man noch bauen. So. Damit ich dann die wirklich vielleicht einbacke. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich die jetzt einfach einbacke, ob die dann aufhören oder weiter spawnen.
Das Handtuch, das können Sie dann damit ausschalten. Einfach. Achso. Die Fackel kann ich auch wegtun. Also ich kann sie so ausschalten. Kann ich den auch ausschalten? Ich ja dann nicht mehr. Und könnte dann später die Lootbags mal aufmachen. Für die Lootbags aufmachen gibt es ja auch so einen coolen Block. Wenn wir jetzt mal bauen. Lootbag Opener. Ist gar nicht so teuer, aber den mal bauen, weil sonst kommen wir echt nicht mehr klar mit unseren ganzen Items und das Ganze. Können wir den mal hier hinklatschen. Meine Kiste annehmen und da kann man die Lootbags einfach hier reinhauen und dann haut er die da raus. Was macht er nach dem Cooldown? Okay, der Cooldown ist da, damit er braucht einen gewissen Cooldown, um neue Lootbags zu öffnen, vermutlich. Zack. Ja, also es geht nicht mehr so instant, wie es mal war, sondern er braucht jetzt ein bisschen einen Cooldown. Moving Van, Teleport Van, das sind alles so Standardsachen, die ich eh schon habe. Aber dieses Dimlet, das ist neu, das brauchen wir auch. Die Maus Lootbags, okay, interessant. Enderburn oder Verzauberungsbuch. Interessante Sache. Also wir können hier mal ein paar Sachen rausnehmen, die wir behalten möchten. Packen sie mal hier in die Kiste rein. Teleport Van und Moving Van. Das Ding wollen wir behalten. Das ist eigentlich nur Lapis. Oh, kein Mensch, Lapis. Einmal weiß ich nicht, ob wir die behalten wollen. Wollen wir das? Und dann können wir hier ja noch sagen, andere Teil von den Lootbags, die wir hier haben, der hat drin 300, okay, egal. Raus damit. So. Packen wir dann da oben drüber und können hier eine Pipe machen. Rein theoretisch eine Item Duct. Können hier sagen Insert und hier sagen so, aber nur mit ein Redstone-Signal aktiviert. So und Cobblestone, Cobblestone. Sagt, es verwirrt voll, wenn man so viel Platz hat darin. Sagt hier eures Wird-Signal. So, jetzt kann der mal kurz hier laden. Illuminated Van Point, Yellow Ruine, nimm mal raus. Mehr raus, weiß er mehr raus, meist. So. Und das und das da reinhauen. Sagen, das behalten wir. So, was wollen wir davon behalten? Rein theoretisch nix, oder? Der Name Tag behalten wir vielleicht. Eisen und so ganze Gedöse können wir wieder zurückklatschen. Okay, Iridium ist vielleicht auch nicht verkehrt. Iridium braucht man immer wieder. Blank Ruine nehmen wir mit. Und dann kann man hier Schalter machen und dann haut er das alles rauf. Hier rein und wir kriegen hier wieder neue Lootbags raus. Vier Stück schon. Hier wieder abschalten. Können hier sagen, so, neues Lootbag, was kommt raus? Enderpearl zum Beispiel ist interessant. Behalten wir uns. Lapis. Hier, das können wir nicht mehr raufhauen. Broken Dings brauchen wir auch nicht. Papier brauchen wir eigentlich auch nicht. Können wir das wieder hochschicken? Mal schauen. Okay, der nimmt dann nicht an. Kriegen wir wieder keins. Gut. So können wir das ein bisschen aussortieren. Blaze. So. Das heißt, hier können wir jetzt die anderen Blazes noch reinklatschen. Kriegen zweimal Endertank. Auch gut. Und die Pumpe. Endertank und Pumpe. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Endertank, Pumpe, Neta und so. Wir werden jetzt mal hier noch ein Power drauf tun. Vibrant Crystal. Eine Dingsbums. So. Nochmal zweimal, da brauchen wir zweimal Enderperle. Das dann hier auf Hello Only. So, Draconic. Da haben wir eh den Dings gebaut. Kann man hier die Enderperlen rausholen. Eigentlich kann man hier wieder alles rausholen, außer die zwei Wand, die brauche ich jetzt gerade nicht. Du, 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 du. Also die zwei Enderperlen, die wir jetzt gewinnen gemacht haben, haben wir jetzt schon wieder verbraucht.
Ist nicht schlimm, aber so haben wir es wenigstens. Als wenigstens Grund, warum wir die hatten. Gut, der lädt sich mal auf. Können wir den auch rein zum Laden? Dann können wir schlafen gehen. Weil da haben wir dann mehr vom ganzen Tag. So, die lädt noch gut. Ja, dann würde ich sagen, was das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dran, lasst ein Like oder Abo da und macht's gut. Tschüss.